Mark & Sons, eine Marke, die wirklich von vielen meiner Kollegen auf YouTube sehr gelobt wird. Mir war sie lange unbekannt, was ich jetzt bedauere, nachdem ich sie gesehen habe. Super Uhren zu einem super Preis. Ihr wollt mehr wissen? Bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Marke, die ich zwar vom Namen nach kannte, aber mit der ich überhaupt nichts inhaltlich verbinden konnte, und zwar Mark & Sons. Beim Uhrenratgeber, bei Markus, ist die Marke ja doch öfter schon mal aufgetaucht, immer extrem gelobt worden, und auch andere Sammler, mit denen ich gesprochen habe, sprechen nur in den höchsten Tönen von Mark & Sons. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Uhren jetzt einmal bei mir auf dem Tisch zum Review hatte, ich kann alle diese positiven Aussagen nur bestätigen. Die Uhr, um die es heute geht, ist die Mark & Sons Military Diver in Blue. Ein metallisch schimmerndes Ziffernblatt mit einer schrägen weißen Reo, einer gräulichen Keramiklünette, die selbstverständlich nur in eine Richtung dreht und klickt. Wirklich eine wunderschöne Uhr. Und wie ihr hier jetzt sehen könnt in diesem Splitscreen mit den zwei Kamerawinkeln, durch die Entspiegelungsschicht und durch die unterschiedlichen Lichteinfallwinkel wirkt die Uhr teilweise auch schwarz. Das Zifferblatt ist aber in der Tat wirklich in einem wunderschönen metallischen Blau. Das Gehäuse ist sehr aufwendig gearbeitet. Die Bandanstoßstücke sind extrem passgenau. Da wackelt überhaupt nichts, aber auch das zeige ich euch später im Video noch einmal. Und insgesamt macht die Uhr auf mich den Eindruck einer Uhr, die sehr, sehr viel mehr wert ist als der aufgerufene Preis. Also das kann ich so wirklich nur bestätigen, was auch andere vor mir schon gesagt haben. Diese Uhr, die ich euch hier zeige, kostet 720 Euro. Und warum ich glaube, dass sie eigentlich mehr wert ist oder aber andere Marken dafür einen höheren Preis aufrufen würden, werde ich euch im Video noch genauer sagen. Die Schließe ist teilweise noch mit Folie verklebt, weil das ein Präsentationsmodell ist und ich nicht jede Folie abgepittelt habe. Dennoch denke ich, dass man sehr genau sehen kann, wie gut die Qualität ist. Wie gesagt, ich gehe auf die einzelnen Punkte später im Video noch im Detail ein. Vorher möchte ich euch aber noch einmal die genauen Maße der Uhr näher bringen, so wie ich das immer mache. Neu ist nur, dass ich dabei die Daten jetzt auch einblende. Die Uhr hat einen Durchmesser von 8 zu 2 von 42,5 mm, hat eine Bandanstoßbreite von 22 mm, hat eine angenehm geringe Bauhöhe von 12 mm. Auf der Vorderseite verbaut ist ein entspiegeltes Saphirglas und den Horn-zu-Horn-Abstand messen wir einmal nach. Ich habe auf der Webseite dazu keine Angaben gefunden, deswegen sind es hier handvermessene 50 mm, was ziemlich genau meiner Wohlfühlgrenze entspricht. Auf die Entspiegelungsschicht bin ich eingegangen. Die Keramiklünette ist sehr schön. Mir gefällt auch das Grau, ist mal etwas anders als das übliche Schwarz. Zeiger und Indizes sind mit Super Luminova BGW 9 belegt. Und die Uhr wiegt mit Stahlband 199 Gramm und wird angetrieben durch ein Sellita SW 200. Der Boden ist mit dem Mark & Sons Logo versehen. Der Boden ist in der Basis perlgestrahlt, mattiert und die Schriftzüge sind entsprechend glänzend oder poliert. Sieht sehr schön aus und trägt sich auch angenehm. Das heißt, es scheuert nicht am Arm, tut nicht weh, wirklich sehr angenehm.
Die Lünette klickt übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, mit 120 Klicks. Und die Uhr ist bis 50 ATM wasserdicht, entsprechend einer Tiefe von 500 Meter. Auf die Schließe gehe ich gleich noch einmal im Detail ein. Zu erwähnen ist noch, dass die Uhr mit einem Heliumventil ausgestattet ist, wie ihr hier sehen könnt. Und das Gehäuse eine für mich sehr angenehm zu tragende Form hat mit den abfallenden Hörnern, wodurch die Uhr insgesamt sehr gut am Arm sitzt. Das Gehäuse ist grundsätzlich satiniert, die Fasern auf den Hörnern und an der Seite sind poliert. Und das ist schon eine etwas aufwendigere Gehäuseverarbeitung. Zum einen die Satinierung, dann das Anfasen der Kanten und das Polieren der Fasern. Wirklich nicht einfach nur so billig von der Stange. Schauen wir mal, wie die Uhr an meinem 17,5 cm Handgelenk sitzt. Auch hier biete ich euch zwei Kameraperspektiven an, weil der Sitz einer Uhr ja oft von der Perspektive abhängt. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser geteilten Kameraperspektive haltet. Das Band ist übrigens wirklich ausreichend lang, wie ihr sehen konntet. Und ja, an meinem Arm macht sie sich ganz gut. Ich bin durchaus der Meinung, dass ich die Uhr gut tragen kann, auch weil durch den farblich abgesetzten Reo das Zifferblatt nochmal etwas kleiner wirkt und die Uhr nach meinem Empfinden von der Optik her deutlich kleiner wirkt als 42,5 mm im Gesamtmaß auf dem Arm, was die Auflagefläche und den gegebenenfalls Überstand von Band oder Hörnern betrifft, spielt das natürlich keine Rolle, aber optisch finde ich die Uhr etwas kleiner als der reine Wert von 42,5 mm nahelegen würde. Schauen wir uns doch einmal Band und Schließe an. Die Schließe ist relativ lang und auch nicht ganz flach. Dafür hat sie die von vielen gelobte und gewünschte Längenverstellung, die auch funktioniert, wenn die Schließe zu und das Band am Arm ist. Mir persönlich bei meinen relativ schmalen Armen ist die Schließe etwas zu groß. Ich habe gerne etwas kleinere Schließen, aber es ist eine aufwendigere Schließe und es ist eine Schließe, die von vielen Kunden gewünscht wird. Insgesamt ist die Schließe sehr massiv. Sowohl die Bügel als auch die Außenhülle der Schließe ist nicht billig gebogenes Blech. Und auch hier sieht man wieder die Mattierung der Schließe und die angefasste Kante. Die Indizes sind aufgesetzt, wie ihr sehen könnt, und das Blatt ist noch am inneren Ende der Indizes mit konzentrischen Kreisen versehen, die der Uhr noch einmal ein anderes Erscheinungsbild, eine andere Erscheinung bieten. Die Lünette ist griffig und dreht sich gut und leicht, und die Zeiger sind nach meiner Erfahrung aus jedem Blickwinkel heraus gut, schnell und intuitiv ablesbar. Das Datumsfenster hat einen Rahmen, finde ich passt sehr gut, nimmt ein bisschen die Gestaltung der Indizes auf. Auch wenn das Datum breiter ist als die Indizes, finde ich passt es sehr gut in die Gesamtgestaltung rein. Mir gefällt der rote Sekundenzeiger sehr gut, der sich zum einen schön vor den anderen Zeigern absetzt, und mir gefällt auch die Farbvariante blaues Blatt und roter Sekundenzeiger wirklich sehr gut. Hier könnt ihr übrigens nochmal schön die polierte Faser auf den Kanten sehen und die schlank zulaufenden Hörner. Mir gefällt das richtig gut und mir gefällt auch bei dem Heliumventil die Balance zwischen Kronenschutz und Heliumventil, sodass die Uhr auf beiden Seiten optisch sehr ausgewogen wirkt. Schauen wir doch mal, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich natürlich jetzt erstmal warten, bis der Sekundenzeiger auf der 12 ist. Das gibt uns aber nochmal die Gelegenheit, die Uhr aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Und wie ihr oben links sehen könnt, je nachdem wie das Licht auffällt, wirkt sie sehr dunkel bis schwarz.
Bei direktem Lichteinfall wirkt sie ganz eindeutig blau. Sie ist auch blau. Mir gefällt dieses Farbspiel sehr gut. Und das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich dann mit zwei Kameras aus zwei verschiedenen Winkeln die Uhr entsprechend aufgenommen habe. So, jetzt haben wir den Sekundenzeiger auf fast 12 Uhr angehalten und schauen einmal, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür kurbeln wir mal kurz die Zeiger vor. Und zurück auf die 12. Ja, den Sekundenzeiger hatte ich ja nicht 150%ig genau gesetzt und er ist auch gerade einen Bruchteil einer Sekunde nochmal zurückgerutscht beim Zurückdrehen. Aber die Zeiger sind absolut perfekt gesetzt. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Komplett deckungsgleich, nicht den Bruchteil einer Minute Überstand zur einen oder anderen Seite. Wie ihr hier übrigens sehen könnt bei den Indizes, was mir sehr gut gefällt, sie sind nicht nur aufgesetzt, sondern sie haben einen metallischen Rahmen, der die Leuchtmasse umschließt. Und dieser metallische Rahmen reflektiert nochmal das Licht in einer besonderen Weise, sodass diese Uhr mehrere interessante Lichtaspekte bietet, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, aus welchem Blickwinkel man auf die Uhr schaut. Und das finde ich sehr aufwendig gemacht, insbesondere wenn man die Preisklasse bedenkt von 720 Euro. Das Band klackert und rattert überhaupt kein Stück, sitzt sehr bequem am Arm und die Leuchtmasse ist wirklich sehr beeindruckend und das schauen wir uns jetzt einmal an. Das sind übrigens die drei Uhren, die ich in Einzelreviews vorstelle. Ganz links außen, das ist der Military Diver, aber ihr seht, alle Uhren leuchten gut, stark und sehr deutlich. Und was mir bei dem Military Diver gefällt, wenn ich die Uhr ein bisschen drehe, kann man auch die Tiefe des Blattes erahnen. Und das ist echt eine schöne Sache und es gefällt mir wirklich gut an der Uhr. Ja, die Schließe ist klasse, das Band ist klasse, das Ziffernblatt ist klasse, die Tauchtiefe von 500 Metern ist, glaube ich, auch mehr als die allermeisten von uns brauchen. Die Größe ist so, dass sie fast jeder tragen kann. Die Höhe von 12 mm macht sie zu einer wunderschönen Alltagsuhr, die auch nicht zu sehr unter Pulli oder Jacke stört. Mich hat die Uhr richtig überzeugt. Jetzt würde mich nur noch interessieren, was ihr über die Uhr denkt. Habt ihr sie? Wollt ihr sie? Kennt ihr die Marke? Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.